So, wir sind wieder da bei Pokémon Blau. Ich entschuldige mich vorweg für ja meine überstürzten Abbruch letztes Mal. Aber es macht einen ja auch wahnsinnig. Schau dich an, wie schön das jetzt verläuft. Ja, kein einziges wildes Pokémon. Vielleicht wird jetzt ab und zu mal eins kommen. Ja, aber das ist nicht schlimm. Aber wenn man zwei Schritte läuft, dann kommt zwei Schritte nächster Spaß. Zwei Schritte nächster Spaß. Macht doch einen wahnsinnig. Aber hier nur mal, um euch zu demonstrieren, wie schön das verläuft. Da schimpern ewig und da kommt mal ein. Oh mein. Ist dann auch kein Problem. Also, damit ihr die Relation versteht. Und zudem war ich echt am Arsch, was AP und so anging. Vor allem bei Yogi. Also, ja. Jetzt bin ich aber zum Glück wieder hier und jetzt werde ich versuchen, das Rätsel zu lösen, das Rätsel zu knacken, was den Felsen angeht. Also, ich habe mich insoweit wieder daran erinnert, dass hier ein Felsen existiert, den man bewegen kann. Mehr weiß ich jetzt zwar auch nicht mehr, auf alle Fälle muss ich es irgendwie schaffen, zwei Felsen, nach unten zu schieben, damit die Strömung mich nicht immer wegreißt. Aber die Rate an wilden Pokémon ist hier so unverschämt. Also ich habe ja selbst auch mal mit der Advanced Hacking Map zu tun gehabt. Und da weiß ich in etwa, wie man die Wahrscheinlichkeit einstellen kann, dass wilde Pokémon kommen. Und ich glaube, sonst sind es immer 5% oder 20% oder sowas. Aber hier muss die Prozentanzahl echt richtig hoch sein. Oh Mann, oh Mann. Ich habe mir übrigens überlegt, Arktos dennoch für ein bisschen, ja gut, was heißt, also Arktos wird nicht ins Team kommen, was wahrscheinlich allerdings geschehen wird, ist, dass Pate demnächst rausfliegt, also einfach damit ich Zapdos mal reintun kann, weil der wäre jetzt eigentlich bereit. Die anderen haben schon alle Level 50 und ja, jetzt ist eigentlich Zapdos an der Reihe. Der könnte auch in der See gut glänzen. Problem bei ihm ist leider, dass er Donnerschock behalten muss, weil ja, das große Problem ist, er hat. Oh, 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 oh! Nein! Scheiße! Ja. Er kann kein Donnerblitz mehr lernen, weil das Gengar schon hat. Das heißt, ich muss mir irgendetwas einfallen lassen. Und ja. Donnerblitzschock wird er wohl nicht vergessen können. Gut, er wird natürlich Donner lernen. Auf Level 51, also er lernt es von selbst. Und ja, das ist dann halt seine starke Attacke. Und deswegen wäre es gut, wenn ich ihn noch ein bisschen trainieren kann gegen Pokémon, wo Donnerschock auch am garantierten Tod bedeuten würde, nämlich gegen diese kleineren Viecher, auf den übrigens Seerouten, zwei haben wir ja noch, aber gegen jetzt größere Kaliber, die würde der Donnerschock mal überhaupt nicht kratzen. Mit seiner 40 Stärke, also das ist schon ärgerlich, aber gut, es gab ja noch keine Spielhalle. Und ich sage immer wieder, besser, ich meine, das war das Originalspiel. Besser, es ist hier noch schlecht und hat sich dann in den weiteren Spielen verbessert und das war der Fall. Oder es war bei den ersten Spielen gut und wurde dann hinterher einfach schlecht. Und was in Schwarz und Weiß der Fall war, weil man einfach die Spielhalle nicht mehr gewinnen konnte, weil es nur noch Betrug war. Aber gut. Irgendwo müsste sich hier noch ein Stein befinden. Ich guck mal hier unten. Oh, Moment, hier hinten. Ich bin leicht verwirrt. Aber an und für sich müsste sich hier noch irgendwo ein Stein befinden. Da bin ich jetzt wieder am Anfang. Ich glaube schon, oder? Ach, Leute. Die Seeschaumilzen sind echt ein sehr verwirrender Ort, muss ich sagen. Aber gut, ich halte es irgendwie durch. Ich möchte es hier auf die andere. Ich möchte mich hier auf die andere Seite skillen. Okay, Moment. Moment. Hier war ich, glaube noch nicht unten. Anton, lasst mich in Ruhe, bitte! Ihr raubt mir meinen Nerv! Du und deine Visage! Nein, ich ertrag deine Visage. Ach, das ist... Ich chill.
ich chill. Was Arctos angeht, kann man sagen, so als Quick, Übersicht über die Sache, dass ja Arctos, falls es jemals ein Underused-Legendäres gab, das da eigentlich ja immer Arctos als das Top-Beispiel für gab. Er ist auch jetzt sehr, sehr schlecht benutzt, er ist sogar in einer Never-Used-Kategorie. Was ja, wie der Name schon sagt, niemals benutzt wird, weil K.O.-Attacken verboten sind und Arctos einzige Stärke ist eigentlich Willenslaser plus Eis ist Kälte, was es in Kombination auf Level 78 erlernt in Generation 4. Ich glaube in Generation 3 lernt es auf Level 81, da bin ich jetzt nicht so sicher. Oder war es umgekehrt? Auf alle Fälle, ja, ich glaube es ist umgekehrt. Ich glaube Generation 4 ist auf Level 81. Auf alle Fälle, mit der Kombination kann man Arctos echt gebrauchen. Ist natürlich, erstens gab es hier noch weder Willenslese noch Eiseskälte. Es gab jetzt zwar schon K.O.-Attacken, aber keine. Ja, also Eiseskälte gehörte nicht dazu und es gab keine Attacke, die die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, beziehungsweise auf 100 gesetzt hat, einen Pokémon beim nächsten Zug zu treffen. Daher ist das hinfällig. Aber ja, auf jeden Fall für den LP ungeeignet, weil ich glaube nicht, dass man ein solches Level in einem LP bald mal erreichen wird. Was Arctos recht uninteressant macht. Und dann, ja. Ups. Jetzt habe ich zu viel nachgedacht, was ich sagen wollte. Ich weiß, irgendwas wollte ich noch sagen, aber es ist mir entfallen. Ja. Und ja, das ist bei Competitive Play verboten. Und deswegen findet Arctos auch dort keine Beachtung mehr. Und ja, das ist eigentlich der Grund, warum er so ausgebotet ist. Und ja, wohl auch immer ausgebotet bleiben wird. Weil er einfach, ja, nicht über diese Lobby verfügt. Beziehungsweise, ja, er hat keine Beliebtheit, so jetzt wie zum Beispiel Glurak, der, obwohl er schlecht ist, rein faktisch in den Benutzerstatistiken recht weit oben bleibt. Und ja, da ist Arctos einfach, hat leider die Arschkarte da gezogen und es sieht nicht so aus, als würde es sich immer so besser. Wie gesagt, Willensleser und Eiskälte waren ihn echt stark, aber er hat sonst nichts anderes zu bieten. Eisstrahl und Blizzard, aber ja, wer bringt jetzt seinem Pokémon schon bei? Eisstrahl und Blizzard. So, und ich hab's geschafft. Yay, Applaus! So, und jetzt müsste ich ja nicht recht einfach den Weg rausfinden. Sieht, glaube ich, gut aus. Boah, das wollte ich sehen. Okay, damit kann Yogi wieder nach vorne. Dafür ruhig noch ein paar Level gut machen, denn schon sehr bald wird er wieder mehr Probleme haben zu kämpfen. Und da ist es gut, wenn man ihn schon ein bisschen auf der sicheren Seite hat. Und du bist ein... Machst du auch gerade Urlaub? Nein. Seriously, hätte ich Zeit dazu? Okay. Jetzt habe ich den Vogel abgeschossen. Eine Pfadfinderin mitten auf dem Wasser. Cappy an. Kleidung an. Oh Mann. Bin ich froh, dass in Generation 2 Schwimmerinnen eingeführt wurden. Nicht nur Schwimmer. Das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Und zum Glück wurde das in Feuerrot und Blattgrün auch in Schwimmerinnen umgeändert. Stellt euch vor, hier wären immer noch. Gut, Pfadfinderinnen gab es schon am Generation 2 keine mehr, sondern Picknickerinnen. Beziehungsweise, ich glaube, da waren schon wieder Camper. Aber ja, auf alle Fälle, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. So, warum setze ich jetzt der Risiko-Tag allein? Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Oh, Europe. Das ist gut. Den kann ich jetzt richtig schön aussaugen. Richtig schön aussaugen kann ich den. Ist im Moment ja nur Wasser. Seine Entwicklung Yugong, die wir noch nicht gesehen haben, ist dann Wasser-Eis. Was ihm natürlich auch eine... Also gegen Feuer zum Beispiel kann er danach neutral getroffen werden. Gegen Kampf könnte er noch eine Schwäche dazu. Als Eis bringt natürlich Nachteile als defensives Pokémon. Defensive Eis-Pokémon... Was? Nochmal. Die Seeschwamm-Inseln waren einmal eine große Insel. Es ist auch jetzt noch eine Insel, dass die Höhlen getrennt sind. Oh Mann. Wo war ich denn jetzt? Okay, das ist garantiert ein Schwimmer. Aber garantiert. Verdammt. Vergessen. Schicksal. Ja, so ist mein Gedächtnis nun mal. Wenn ich durch irgendetwas abgelenkt werde, ist es gleich wieder weg.
Ist echt schlimm, aber ich weiß eh nicht mehr, was ich sagen wollte. Was ging's denn um? Ach so, genau, um Jurob, ach ja, genau. Damit hat Arktas auch Probleme, weil er ein defensiv orientiertes Eis-Pokémon ist und ja. Defensive Eis-Pokémon sind nie so gut, weil Eis recht viele Schwächen hat. In der Offensive sind sie dafür gut, weil der Eis-Attacke ist einer der besten Attacken im Spiel, die man kriegen kann. Eis kann sehr viel neutral treffen, kann sehr viele Sachen töten, es kann Flug töten, es kann Boden töten, es kann Pflanze töten. Also da hat er ein recht weites Spektrum, was Eis auch so wertvoll macht. Und ja, wie gesagt, gegen das meiste trifft es auch neutral, deswegen ist es einer der besten Attacken im Spiel, die man kriegen kann. Deswegen, also wenn ein Pokémon ein Zweityp Eis hat, wie zum Beispiel Labras oder Yugong, kriegt er dadurch natürlich Schwächen dazu, aber gleichzeitig kriegt er auch an die Möglichkeit, eine gesteppte Eisstrahl durchzuführen, was seine Chancen, Pokémon zu töten, nochmal deutlich erhöht. Gut, wenn er schon Surfer hat, ist er natürlich schon gut aufgestellt, weil Wasser trifft auch sehr viele neutral. Und eigentlich können auch die meisten, also 90% aller Wasser-Pokémon, also jetzt Carbador oder so, Eisstrahl lernen. Aber ja, mit einem Eistag ist man generell immer gut aufgestellt. Aber man sollte sich dennoch überlegen, ob es so gut ist, Eis noch im Typ inbegriffen zu haben. Wie gesagt, was die Schwächen angeht, bringt es eigentlich größtenteils nur Nachteile. Weil gegen was ist Wasser schwach? Gegen Pflanze bleibt bestehen, gegen Elektro das bleibt bestehen. Und gegen noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Nee. Wohingegen für Eis noch Gestein und Kampf als weitere Schwächen dazukommen. Und Feuer, die Stärke von Wasser neutralisiert. Insofern, da ist es unvorteilhaft, aber ja, ich habe euch ja über Vorteile dennoch aufgeklärt, die es hat, vor allem wegen den Stab-Attacken. Gut, um von da wieder wegzukommen. Was jetzt unsere Aufgabe ist, ist es von der, ja, jetzt wo wir das andere Ende der Seeschauminseln gefunden haben, werden wir Richtung, ja, Westen treiben. Das zeige ich euch mal ganz kurz auf meinem schlauen Kärtchen. Also, muss ich erstmal hier wieder. Hallo. Also, ja, wir sind hier runter gesurft. Seht schon, jetzt sind wir auf Route 20. Und ihr seht, da erwartet uns die Zinnoberinsel, eine weitere Insel, neben den Seeschauminseln. Was da wohl auf uns warten wird, ihr dürft jetzt eigentlich schon gespannt sein. Ich bin von den Zinnoberinseln herübergeschwommen. Na, Glückwunsch. Da wünsche ich dir echt Glückwunsch. Na, dann zeig mal so, was du zu bieten hast. Ein... Gut, in Super Smash Bros. Ball Teddy bin ich jetzt kaputt lachen. Hier kann man noch einigermaßen mit Ernsthaftigkeit dieses Wesen anschauen, das einen so böse anguckt, obwohl wir ihm gar nichts getan haben eigentlich, aber okay. Ich sag auch nicht, ich nehme an, jetzt kommt noch ein Golking, oder? Oh, 52, das gefällt mir. Das gefällt mir. Und ja, tatsächlich. Okay, wenn ich dieses Golking getötet habe, was mit dieser Attacke auf alle Fälle geschehen wird, werde ich auch diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Blau. Ich wünsche euch schon mal schöne Zeit. Und bis zum nächsten Part, wenn wir wieder unsere Reise hier auf dem Wasser fortsetzen werden. Ach, warum bist du denn enttäuscht? Auf der Zinnoberinsel haben Pokémon eine verlassene Villa besiedelt. Gute Antwort.